Der Musikball in Schniefis stand in diesem Jahr ganz unter dem Motto Ab in den Süden. Herr Böchtel, was macht diesen Musikball zu etwas Besonderem? Ja, unser Musikball hat Tradition. Das Besondere, glaube ich, ist, dass er eigentlich der einzige größere Ball im Dorf ist und deshalb schon Bedarf besteht. Die Leute wollen auf einen Ball gehen. Und das wirklich Schöne ist, wir erzählen die Hoppelers, die während des Jahres passiert. Die werden von meinen Mitarbeitern, von meinen Kollegen, werden diese sehr lustig aufarbeiten. Das macht immer sehr viel Spaß. Ich glaube, das ist das Besondere an unserem Ball. Und wie lautet das heutige Motto? Das heutige Motto lautet Ab in den Süden. Weg von dieser Kälte, passt ausgezeichnet, haben wir natürlich nicht gewusst, aber Ab in den Süden ist das Motto. Ab in den Süden, das ist schon eigentlich letztes Jahr im Sommer schon entstanden. Wir haben das Motto immer schon ein bisschen früher festlegen, dass sich die Leute darauf vorbereiten kann. Und das ist halt, ja, wir lagen ja ein bisschen, was sich da umliegen, der Ball läuft und so. Und ja, das ist einfach ein Motto, wo glaube ich allen, vor allem auch bei der Jungen, gut angekommen ist. Und es gibt natürlich viele Programmpunkte, die man da machen kann. Wir würden es im Zuge von einer großen Kreuzfahrt rund um die Welt machen. Wir starten da in Griechenland, ist natürlich momentan sehr aktuell, mit so drei Meerjungfrauen. Dann ja, gibt es eine Schlagerparade vom Kreuzschiff. Und dann kommen wir eigentlich bis zur Arktis ein. Da gibt es die letztjährige Expedition zum Südpol, da wo Österreich gegen die Deutschen gemacht haben. Das haben wir auch aufbereitet. Also ist, glaub, ganz gut gelungen, mit Verbindung auch zu Schnüffis. Und dann haben wir auch einfach, wir tun immer die Sprechnummer, die wir immer aufteilen, dazwischen musikalische und tänzerische Teile. Und dann haben wir dann so einen Tanzkurs auf dem Schiff. Und zum Schluss ist eigentlich immer auch ein kleiner Höhepunkt, ist eine Hüttenrede. Da bin ich selber beteiligt immer. Und das haben wir hier in Form von einer italienischen Pizzabäcker. Dort werden halt auch die Dorfereignisse ein bisschen lustig aufbereitet. Liebe Teilbesucher, als Captain des Luxusliner La Musica heiße ich Sie alle recht herzlich willkommen auf meinem Schiff. Ja, traurig schaut raus der Captain, aber das Sparpaket, wir fahren ja unter griechischer Flagge, hat bei uns schon zugeschlagen. Bei euch wird das ja noch kommen, habe ich gehört. Keine ganze Uniform. Ich muss bei der Bordkapelle und als Animateur aushelfen. So ist es halt leider. Aber wir garantieren euch, wir werden trotz der geringen Budgetmittel alles probieren, um euch einen schönen und gemütlichen Abend zu machen. Hoi, wo bin ich denn jetzt? Ja, in der Mowal, halt im Südpol, oder? Boah, Südpol, du kannst sprechen! Ja, nicht so gut wie der Dieter Pol. Aber für dir, Pater, ist der Langerz. Ja, aber warum sprichst du vorarlbergerisch? Ja, es hat mit meinem letzten Realjob zum Tor. Da habe ich nämlich als Flüsterspiegel in Schniefis geschaffen. Einer der Höhepunkte des Abends war sicher der Live-Auftritt der 7-jährigen Julia. Stand away down.
Nach dem abwechslungsreichen Showprogramm sorgte die Band Noises bis in die frühen Morgenstunden für Stimmung. Applaus für Schicksal.